Wart, genau so, und Finger gerade. Ich liebe so die Gruppendynamik, die es in so einem grösseren Set gibt. Es ist so, es ist viel los und es gefällt mir. Ja, super geil. Die schwierige Aufgabe, wenn man schon etwas so gerne macht, oder so früh etwas findet, wo man über alles liebt und nur das machen will, wie es bei mir jetzt Snowboard war. Und irgendwann mal wird man recht schnell damit konfrontiert, dass du es nicht das Leben lang kannst du so durchziehen kannst. Dann fängt die Suche nach der nächsten Liebe, sagen wir es mal so, hat schon lange angefangen. Bei meiner ersten Transatlantikreise so, habe ich gefunden, ich brauche eine Kamera. Ich kann nicht ohne Kamera über den Atlantik fliegen. So hat es angefangen. Und dann war ich nie zufrieden mit der Qualität. Und dann ist die nächste Kamera gekommen und die nächste Kamera und noch bessere Qualität. Und irgendwann ist, ups, sind es 15 Kameras. und es ist immer noch nicht das Richtige. Der Hobbyfotograf-Titel hat mich damals sehr verletzt. Und es ist mega lustig, wie sich das drehen kann, weil ich habe irgendwo so eine schöne Definition von Amateur gelesen, dass Amateure sind die noch Liebenden, also wie so die, die es noch lieben, zu machen, was sie machen. Und als ich das gelesen habe, hatte ich ein riesiges Schmunzeln. Also, dann bin ich lieber Hobby als Profi, weil ich will lieber nicht jemals an ein Set gehen und so, oh, ich muss heute arbeiten, sondern ich bin heute wie ein kleines Kind rumgetollt, so, ui, nein, es wird so cool und so. Ich meine, es ist ein Job und man muss gewisse Richtlinien befolgen, aber es macht so Spass. Ich stamm mal so witzig. Es ist einfach Lebensdurst. Man geht einfach dem nach, wo einem zieht. Und stolpert ein paar Mal und steht auf und macht einfach weiter. Und dann zieht es.